Absolut. Und dan ga ik met die vier Biggos Diggos. Dat veer geht rechtsrum am allerbesten, hat der beste Fahrer im Feld und er gewinnt, glaube ich. Ich empfehle Ihnen die 8 Uhr Sunday und wünsche Ihnen viel Erfolg. Start in 20 Sekunden. Der Start für den Derby-Pokal der Oldies ist frei. Start frei. Neuntes Rennen, meine Damen und Herren. Derby-Pokal der Oldies. Und das bezieht sich nicht auf die Pferde, sondern auf die Fahrer und vielleicht auch auf den Kommentator. 8 Teilnehmer haben wir hier. Mit der Startnummer 1 die Tanja-Frau und Gerd Hackbart. Die 2 Fox Dragon Jorma Eukarinen. Die 3 Elliot Rich und Arnold Mollema. Startnummer 4, Bigos Digos, Hugo Langeweg, die 5, Soccer, Heinrich Denz ist der Favorit. Die 6, Mirana Heinz Wevering, die 7, Medusa, Rolf Hafenström und mit der 8, O'Sunday und John Köhler. Preis des Kempinski Hotels Bristol Berlin. Und noch 100 Meter bis zum Start. Und das 9. Rennen der Derby-Pokal der Oldies ist gestartet mit Fehler von Medusa und Mirana beginnt hier sofort wie die Feuerwehr, liegt sofort mit 4 Längen an der Spitze, Mirana und Heinz Wevering. In der 2. Position sieht man Bigos Digos und an der Innenkante Fox Dragon, 4. Platz dann für Soccer, den Favoriten. Die erste Zwischenzeit ist 11:05. Und im ersten Bogen Mirana weiterhin mit ca. 3 Längen an der Spitze. Und Fox Dragon jetzt in 2. Position. Dahinter hat Bigos Digos eingeparkt. 4. ist in 2. Spur gehen. Zocker an der Innenkante, Titania frei. Dahinter sieht man Elliot Rich vor O'Sunday. Und am Schluss Medusa, die ist wieder dran. Und Heinz Wevering führt Mirana mit der Führung an den Tribünen vorbei. Noch eine Runde. Gut, 3 Längen zurück, Fox Dragon. Dann sieht man Bigos Digos in 2. Spur geht. Zocker in den Titania frei mit Elliot Rich außen. Der liegt im Fahrwasser von Zocker. Dahinter O'Sunday und am Schluss weiter Medusa. 2. Zwischenzeit war 16:06. Im Trotto.de Bogen die gleiche Reihenfolge mit Mirana an der Spitze, gut 2 Längen zurück, Fox Dragon, weitere 2 Längen dahinter, Bigos Digos, dann in 2. Spur, Zocker. Es folgen Titania frei mit Elliot Rich vor O'Sunday und Medusa. Nächste Zwischenzeit 17:03. Eine Runde ist jetzt zurückgelegt. Gleiche Reihenfolge, aber jetzt ein Vorstoß von O'Sunday. Er ist herausgegangen in die 3. Spur. Und auch Medusa geht nach außen. Aber vorne Mirana weiter mit komfortablen 3 Längen an der Spitze vor Fox Dragon. An außen O'Sunday an der Innenkante. Bigos Digos dicht dabei. Zocker, der ist jetzt in 2. Spur eingeklemmt. Da draußen kommt Medusa dazu in 3. Spur. 10:07 die Zwischenzeit. Und im Schlussbogen weiter Mirana mit 2-3 Längen vor Fox Dragon. Dann wieder eine Lücke von gut 3 Längen bis zu Bigos Digos und ganz außer Medusa und gut dabei ist auch O'Sunday. In der Distanz Mirana jetzt attackiert von Fox Dragon. Mirana mit Heinz Wevering aus Fox Dragon mit Jorma Eukarinen. Und Jorma Eukarinen gewinnt mit Fox Dragon vor Mirana mit Heinz Wevering. 3. O'Sunday, John Köhler und 4. Platz wohl noch für Rolf Hafenström mit Medusa. Sieger im 9. Rennen, Derby-Pokal der Oldies um den Preis des Kempinski Hotels Bristol Berlin. Die Startnummer 2, Fox Dragon mit Jorma Eukarinen. 2. die 6, Mirana und Heinz Wevering. 3. die 8, O'Sunday und John Köhler. 4. Platz für die 7, Medusa und Rolf Hafenström. Damit die Reihenfolge für die Dreierwette 2, 6, 8 vorläufig. Die letzte Zwischenzeit war 13:05. Hier die Starter für das 10. Rennen, der 4. und heutige letzte Vorlauf zum 121. Deutschen Traber Derby. Gelaufen als Mövenpick Hotel Berlin Rennen.
Es starten 9 Pferde, 2 Placewetten. Das Rennen wird mit dem Auto gestartet. Die Distanz 1900 Meter. Start mit dem 10. Rennen der heutigen Daily Double Wette. Die ist versehen mit einer Garantieauszahlung von 6000 Euro. 10. und 11. Rennen die heutige Daily Double Wette. Siegerehrung für den Derby-Pokal der Oldies. Preis des Kempinski Hotels Bristol Berlin. Wir gratulieren Fox Dragon und Jorma Eukarinen. Trainer von Fox Dragon ist Mike Esper und Besitzer die Dragon Trotters BV. Fox Dragon, ein 4-jähriger brauner Hengst, gezogen von Goodmiles Wood aus der Virginia Dragon. Die Siegzeit 1:14:0. 14:0, auch bombastische Zeit hier. Und hier übergeben den Pokal der Direktor Sales and Marketing vom Kempinski Hotel Bristol, und zwar Herr Stefan von Schlotheim.